Herzlich willkommen bei Eschas Tarot. Ich bin bei Liebeslegungen für den Monat Juli beim Sternzeichen Waage. Und Liebeslegungen mache ich besonders gerne. Rausgefallen. Und dann schauen wir mal, was für die Waage an Impulse und Chancen im Bereich Liebe das Universum für dich und uns bereithält. So, die sechs Kelche ist ja schon mal sehr positiv. Das finde ich schon mal schön. Ich bin leider auch eine Kartenlegerin. Wenn die Legung nicht schön aussieht, dann rede ich sie auch nicht schön. Dann sage ich auch ganz deutlich, dass das nicht schön ist. Okay. Interessant. Okay, liebe Waage, das ist gar nicht so einfach, was ich hier sehe. Das ist ein bisschen komplizierter bei dir. Okay. Ich fange mal hier oben mit den ersten beiden Karten an. Also hier sehe ich, dass da, also im Grunde genommen, das ist sehr, sehr schön bei dir in der Beziehung. Da ist eigentlich auch sehr viel Harmonie drin. Generell, ja, das ist wirklich sehr, sehr schön, wie ihr miteinander umgeht und dass ihr euch so achtet und respektvoll miteinander seid. Aber ich habe das Gefühl, in letzter Zeit war da so ein bisschen, der Wurm drin. Also das ein bisschen mehr gestritten als sonst und ein bisschen mehr Reibung gehabt, ja. Und dann haben wir hier den Pagen und den Ritter der Schwerter. Da war tatsächlich irgendwas, da ist irgendwas passiert, was Konfliktpotenzial mitgebracht hat. Also das wurde dann plötzlich mit einem Mal so ein bisschen, ich sag mal, hitzig, ein bisschen, wie gesagt, mehr Reibung. Das lief nicht mehr so ganz so geschmeidig und zärtlich und harmonisch, wie ihr das gewohnt seid. Aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, die Zeiten sind vorbei. Also das fängt jetzt an, sich zu beruhigen. Gleichzeitig haben wir hier das Ass der Stäbe, was auch, also es gibt noch weiteres Konfliktpotenzial. Das hier war eher so, ich sag mal, auf der Kopfebene. Also da habt ihr irgendeinen Konflikt gehabt und das war auch okay, dass ihr euch gestritten habt. Das war aber, das war was Kognitives, das war nichts, was tief in die Emotionen reinging. Aber jetzt haben wir hier, da hat einer von euch beiden hat ein schlechtes Bauchgefühl jetzt. Jetzt geht es hier nicht nur der Kampf im Kopf mit Argumenten und so weiter, sondern jetzt haben wir hier so einen ganz leichten Impuls. Ich sage bewusst ganz leichter Impuls, dass es jetzt auch so ein bisschen in jemand hat ein schlechtes Bauchgefühl und vielleicht sagt er auch mal was Verletzendes. So, einfach weil fühlt sich nicht wohl. Okay, das ist aber im Grunde genommen, das ist nicht schlimm, weil das ist ein ganz, ganz kleiner Impuls, so klein. Und wenn du darauf achtest, kannst du den vielleicht sogar unterdrücken. Ja, und dann haben wir hier die 10 Münzen. Also egal, was bei euch jetzt hier war. Also ihr habt einen kleinen Konflikt gehabt und so, aber man merkt, dass ihr gleichzeitig miteinander reden könnt. Es kann auch sein, dass dieser kleine Konflikt erst auf euch zukommt. Das ist aber auch vollkommen okay. Gerade bei Finanzen und Hausbau und gemeinsamer Planung muss man natürlich auch miteinander reden und kann nicht immer einer Meinung sein. Das ist auch okay, dass man das dann ausdiskutiert. Aber ich sehe hier, dass ihr gleichzeitig eine sehr gute, konstruktive Gesprächsgrundlage habt. Also ihr könnt wirklich miteinander reden und ich würde diese Karte tatsächlich auch in der Legung als größte Karte sehen. Einfach weil sie zahlenmäßig der höchste Wert ist und hier auch irgendwie, ich habe das Gefühl, sie ist präsenter. Ja, wie gesagt, liebe Waage, achte da ein bisschen drauf und ansonsten sehe ich hier tatsächlich eigentlich keine größeren Konflikte. Wie gesagt, diese drei Karten zeigen so ein bisschen, dass das auch mal knallen kann bei euch. Ein bisschen Reibung, ein bisschen Streit. Aber wie gesagt, man kann nicht immer einer Meinung sein, das ist auch vollkommen okay. Letztendlich seid ihr sehr harmonisch miteinander insgesamt. Und wie gesagt, ich sehe hier die sehr, sehr gute Gesprächsgrundlage. Also wenn ihr euch gestritten habt und vielleicht da auch mal ein Wort gefallen ist, was man später bereut, sucht das Gespräch, wenn sich die Atmosphäre abgekühlt hat und dann könnt ihr das klären. Also da sehe ich tatsächlich die meisten Impulse in diesem, wir können das klären. Ne? So, und das ist jetzt tatsächlich das, was ich für die Waage sehe im Juli. Und ja, ob ihr die Impulse nutzt oder nicht, ist immer eure eigene Entscheidung. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen.